Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Farming in Schwarzing. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist ja unglaublich, wer hier alles schon wieder dabei ist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Harry und Johannes, wie sieht's denn aus? Ja, wir machen gerade Pause, siehst du doch. Ja, es ist schön, dass wir gerade Pause machen. Wir haben aber noch ein bisschen was zu erledigen heute. Ja, aber wir haben jetzt Pause. Wir haben jetzt Pause, ja? Irgendwann muss man auch mal essen. Richtig. Ja. Ohne Mampf kein Kampf. Oh, nee, ja, na gut. Vielleicht kannst du mir aber erklären, zwischenzeitlich, wie was da draußen mit dem BMW ist. Ach, Himmelarsch, und zwar noch nicht mal in Ruhe essen kann man. Ja, wie ich das letzte Mal schon erklärt habe, also deiner ist es nicht. Naja, ich, ja. Ja. Will ich auch hoffen, wäre ja auch sonst vom Geschäftskonto abgegangen. Naja, kann ich auch. Ach, übrigens, der Dings, sehe ich gerade, das Logo. Ja, moin. Das Lottounternehmen hat die Steuern überwiesen! Ja, das Lottounternehmen hat die Steuern überwiesen. Was? Der BMW soll zum Fritzel. Ach, der soll zum Fritzel? Der soll zum Fritzel? Ja, den hat er sich doch bestellt und gegönnt und so, ne? Das ist ja ein luppischer Dreier. Ach nee, ist ein Sieger. In Sima, ach ja, mit Displays und so weiter. Was haben wir denn da abkassiert dafür? Geld. Mega Aktion. Ja, ich hoffe, du kriegst doch noch was von ihm, ne? Du musst dir ja die Ausrüstung noch geben lassen. Für den BMW. Was krieg ich noch von ihm? Hä? Ach, Chef, weißt du. Also die Auslese beträgt 20.541. Ja. Davon sind 6.000 uns und der Rest sind Steuern, die wir dann noch zahlen. 6.000 haben wir an einem 57i verdient? Guten Tag. Das ist ja lächerlich. Ja. Hallo. Hallo, Herr Ringele. Hallo. Hallo. Ich bräuchte euch mal ganz schnell. Und zwar müsste jeder mal einen Traktor unter den Arsch nehmen. Nein. Und mir mal ganz dringend folgen. Ja, doch. Was ist denn los, Herr Ringele? Ja, erzähl euch, wenn wir da sind. Komm mit jetzt. Hä? Was hat er denn, Harry? Keine Ahnung. Okay. Ich nehme den gelben hier, oder? Ja, aber vor 10 Meter hinter uns. Warum? Das ist Mobbing. Ja, 9 von 10 find's lustig, ich weiß. Jetzt 2 von 3. So. Warum mobbt ihr mich hier wegen dem gelben Traktor? Was soll denn das? Lass den doch, der ist doch schön. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Pass mal auf, lasst mal hier den ersten Schnee fallen in Schwarzing. Da kann ich euch sagen, ihr seid ja froh, dass wir so einen gelben Traktor haben. Schild vorne dran, zack, wieder Geld verdient. Chef, musst du noch Post wegbringen? Ich fahre gerade die Post aus, ja. Aber mal was anderes. Ringele! Ja. Jo, was ist los? So eilig ist hier. Das erklärt euch der Erik. Wer? Der Herr, wer ist er mit Nachnamen? Ich kenne nur einen Rodenstein, Erik. Kann das sein? Rodenstein. Erik Rodenstein, ja, das ist der beim Fritzel unten den Hof übernommen hat, der da neu ist, oder? Ja. Okay. So, bin bisher erkältet. Dankeschön. Ich bin trotzdem mal gespannt, was der Ringele jetzt hier vorhat mit uns. Weil irgendwie fahren wir nicht in Richtung von seinem Hof. Sollte da nicht heute gehäckselt werden? Ja, normal schon. Irgendwas ist ja schon wieder nicht koscher. Okay. Sehr, sehr strange auf jeden Fall. Ja! Du sowieso Pakete ausfährst. Ich hab dann daheim auch noch eins liegen. Könntest du das mitnehmen? Ja, wisst ihr, jetzt um die Weihnachtszeit. Jeder bestellt, jeder will morgen sein Paket haben und alles, seine Geschenke und so weiter, ne? Aber keiner will es ausfahren. So. Und da habe ich gesagt, da mache ich mich jetzt hier selbstständig. So einfach ist das. Nee, selbstständig, also wenn, fließt das ja schön mit aufs Firmenkonto, ne? Ach so, ja, guck mal, da steht Polizei. Hä? Chef, aber nicht, dass ich das wieder machen muss. Nein, musst du nicht. Ey, ich hoffe so, dass wir die Pellefabrik kriegen, ne? So, ja. Pulirei. Ja moin, was ist hier denn los? Ja. Willers Hopfenschild. Was ist denn hier jetzt? Hallo? Hi Erik, alles bereit? Hallo? Ja, alles fertig. Alle da. Sehr schön. Alle da. Fritzel ist auch schon da, sehr schön. Hä, was habt ihr denn vor? Was geht's denn, Herr Ringele?
Demo. Britzel, du brauchst das Schild hier. Ja, wir haben's satt mit den ganzen Richtlinien. Wir fahren jetzt zur Demo. Angemeldet bei der Stadt, alles hochoffiziell. Deswegen stehen da drüben auch die Polizisten, die machen uns Geleitschutz. Ach. Und dann fahren wir bei dem Bürgermeister vor und erzählen ihm mal unsere Meinung. Das ist ja unglaublich, meine erste Demo. Das ist das erste Mal, dass ich bei einer Demo dabei bin. Ich auch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe davon geträumt, dass ich hier schon mal war und losgefahren bin. Bei so einer Demo, das ist ja wie ein Déjà-vu gerade. Ich habe das auch, glaube ich, mal geträumt. Das ist ja nicht normal. Sag mal, ich bin doch ein Geistlicher. Ich bin doch hier irgend so und so ein... Ich sollte Lotto spielen, Alter. Ach nee, scheiße, Jackpot geknackt. Lohnt sich auch nicht mehr. Sinnlos. So, okay, warte mal. Ich brauche auch irgendein Schild. Welches schnapp ich mir denn da jetzt? Einfach, Fritze, ist völlig egal. Fritze, ja. Mach mal Platz. Hier. Ja. Moment. Warte mal, was haben wir hier noch zur Auswahl? Für mehr bäuerliche Landwirtschaft, redet mit uns statt über uns. Wir machen euch satt, ja. Meine Herren, wenn Sie angehängt haben, dann bitte noch mal kurz versammeln vor mir. Angehängt! Versammeln! So. Oh, jetzt müssen wir alle noch salutieren. Ja. Mach mal die Motoren aus! Ja, mach mal die Motors aus. Oh, hier, sogar mit Dings hier oben drauf. Das ist ja toll. Sie sehen nicht und sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser. Genau. So, Herr Mayer, angetreten, so. Ja. Wie der Herr Ringene schon gesagt hat, Mahlzeit. Ja, war was schlecht. Was war das denn? Ist das hier eine angemeldete Demo? Da Sie unter dem Versammlungsrecht stehen, haben Sie einige Rechte, aber auch ein paar Pflichten. Sie werden mir hinterherfahren. Tempomat ist auf 25 eingestellt. Das bitte ich Sie auch einzuhalten. Fahren Sie anständig. Natürlich fahre ich voraus. Der Herr Faul sichert das Ganze nach hinten ab. An Kreuzungen können Sie selbstverständlich drüber fahren, da wir einen Konvoi darstellen und ein Konvoi hat immer Vorfahrt. Sollten Sie sich nicht dran halten oder irgendwelche Sachen passieren, die nicht innerhalb der Genehmigung der Demonstrationsauflagen sind, wird die Demo von mir aufgelöst. Soweit verstanden? Verstanden. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl. Ei. An Fahrzeuge besetzen, los geht's. Farming for Future! Genau, Herr Manus. Ja, hat keiner mitgemacht. So, auf geht's. So. Geht's schon los? Ich muss mit vor an die Front. Na denn? Auf zur Front. Ich bin an dritter Stelle, das ist gut. Funkcheck! Check. Check. Mach die Rundumleuchten an, wir brauchen maximale Aufmerksamkeit hier. Und eine Demo. Licht. Eine Demo. Was? Und Licht. Achso, war wie Licht? Ist da taghell? Ah, hast du keine Xenon-Scheinwerfer so wie ich? Nee. Der ist gelb. Der fährt nur tagsüber Post aus. Ritze! Ja? Ja, so gelb, da leuchtet für eine Lehne 2 Meter. Genau, das ist nämlich eine Neonfarbe. Ach so, das ist natürlich auch super. So, haben wir Tempomat drin? Ich hab 25. Alle 25? 25. Sehr gut. Ja. Ahu, Wohnraum statt Hubraum. Umgedreht, Hubraum statt Wohnraum. So. Das ohne ist nämlich Bauern. Hier der 10 Liter Plus Club. Oh ja. Ohne Bauern ist Hopfen und Malz verloren. Ja, redet mit uns nicht über uns. Achso, warte mal, wir sind ja gar nicht da. Wir sollten uns das aufheben für, wenn wir beim Rathaus sind. Da ist was dran. Aber man kann es ja schon mal warm machen, sage ich immer. Ja. Ja. Aber ich finde, es ist eine gute Aktion, dass wir hier bei dieser Demo mitmachen, weil es muss einfach mal was passieren. Es kann nicht immer auf den Bauern rumgehackt werden. So einfach ist das. Reicht dir. Da hast du einen scheiß neuen Dünger vorne und geh mir auf den Sack. Ja. Ich denke aber an den Biobauern, wie es dem gehen muss. Ja. Die arme Sau. Gut, war schon. Die arme Sau, was für ein Wortwitz. Da reißt den Schwatzing. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Ja, aber wohin, wo es herkommt, weiß auch keiner. Von meiner harten Arbeit. Mhm. So, jetzt hier, fahren wir durch die Stadt. Hupa.
Also, nee, warte mal, es ist noch gar nicht die Stadt. Vergesst, was ich gesagt habe. Trotzdem kann man hupen. Aber hier sind Leute, hupen. Oh ja, die sind ganz angetan von uns. Ja, hier, die hat sich direkt rumgedreht, die eine. Ja, halten sich alle die Ohren zu. Ich wink ihr mal zu. So, ist ein Insider. Wir brauchen dicke Hupen an unseren Traktoren. Das müssen wir nachher, lasst uns mal, wenn wir protestieren, wenn wir dann dort stehen, lasst uns da mal irgendein Dings, was wir so alle gemeinsam dann als Protest-Dings da so rufen. Protestierende rufen doch immer irgendwas gemeinsam. Stopp. Vorsicht. Herr Bayer, das müssen Sie doch sagen, wenn Sie tanken müssen oder noch eine Bockwurst holen. Hey, passt schon. Ich will auch eine Bockwurst. Paul, alles in Ordnung bei Ihnen? Alles in Ordnung. Hola, da geht's los. So. Also, was wollen wir für einen Spruch dann rufen? Bessere Preise beim Landhandel. Hey! Da bin ich dabei. Hey, wir können das ja auch ganz schnell auflösen. Ja. Runter mit der Steuer. Sonst wird's teuer. Das können wir doch sagen. Ja, das... vielleicht... Steuer muss auf 10%. Vielleicht haben ja die... Ich hab dir ja eine Idee, Zuschauer. Chat. So. Runter mit der Steuer, sonst wird's teuer. Das wäre ja auch schon mal interessant auf jeden Fall. Ja, ne, weil die Milchsteuer und das alles hier, gerade für mich als Milchbauer, nee, ich habe ja gar keine Milch, aber für die Milchbauern, ja, das ist nämlich alles so eine Sache. Mit Subventionen lässt sich schöner wohnen. Mehr Geld für den Ostfriesen, das, weil wer hat das? Das ist aber ein komischer Vorschlag. Naja. Mehr Geld für den Ostfriesen, dann gibt's auch grünere Wiesen. Oder wir rufen einfach alle gemeinsam, runter mit der Steuer, sonst brennt gleich ein großes Feuer. Oder so. Butter, Brot und Bier, das machen wir. Butter, Brot und Bier, das machen wir. Ja, das können wir auch rufen, das ist auch gut. Der Friesi, der war gut. Der war nicht gut. Die Steuer ist zu teuer. Sag mal nichts dazu. Da gehen die Lobs leider nicht an mich, da müsst ihr den Landwirtschaftsteamo. Ich hab noch eine Idee, was wir rufen könnten. Hat der Bauer schwule Kinder, fällt der Deutsch Sechszylinder? Falsche Thematik. Ach, okay, Entschuldigung, da war die andere Demo nächste Woche. meine Herren, bitte zuhören. Ich hab noch einen Spruch, ganz kurz, Herr Bayer, Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert. Ja, das ist cool. Das ist gut. Der ist auch gut, oder? So, jetzt Entschuldigung, Herr Bayer. Wir biegen jetzt dann gleich zur Brauerei ein. Dort bitte alle parken und da können Sie dann Ihre Demonstration starten. Alles klar. Hab noch einen. Steuer auf 10%. Denn wir lieben alle Fenta. Vorsicht, bitte Abstand halten, Tempo drosseln beim Abbiegen. Tempo drosseln! Heidi Witzka, was macht er denn da hier? Vorsicht! Jäger, was ist denn los mit dir? Hätte gerade Kopfschmerzen. Wie runter mit der Steuer, sonst D-Abo. Das ist ein Scheißspruch, Digga. So, okay, auf zur Demo. Steuer auf 5%, sonst das Rathaus brennt. Alles klar, Joda. Ich denke nicht, dass sie sich das gefallen lassen und die Polizei ist ja auch dabei. Ich finde, wir stellen uns alle nebeneinander mit den Schildern dahin. So, ist das aber alle nochmal vorne auf die Straße. Stellt euch im Halbkreis oder so. Ringele, ich hab noch einen für dich. Ja. Hat der Bauer kein Geld? Sind die Felgen gelb? So.
Ja, das ist ja nicht glaubwürdig. Nee, das stimmt. Ja, ich hab noch ein Bett, noch, ich hab noch einen. Hört auf uns, Herr Berger, sonst gibt's mächtig Ärger. Lol. Herr Nölling. Ja, hallo, Herr Bayer. Was wird das Ganze hier? Ah! Angemeldeter Demonstrationszug. Ach wirklich? Ah, ja. Ist angemeldet worden? Jäger, packt aber ordentlich! Wie stehst du da? Herr Faul, bitte hinten die Straße sperren. Ich sperre hier. Yep. Die anderen stehen auch so. Wir waren als erstes hier. Steigt auf eure Dächer, Kameraden! Achso, bis das steigt auf eure Dächer, die Richtchen werden immer frecher. Steuer auf 5%, sonst fährt der Fritzel nur noch Fendt. Steuer auf 5%, sonst fährt der Fritzel nur noch Fendt. So. Hau die bloß auf 5%. Wir machen 30 draus. Ja, hätte ich auch gerne. Hey, das gibt's nicht hier. Dann hole ich mal meinen Gülle-Anhänger. Ja. Genau, da wird das Rathaus hier eingesprüht. Und der wird mal neu tapeziert. Oh, der Sachsen, Vorsicht ist geboten, der spießt jemand auf. Wetten? Naja, Verluste sind einkalkuliert. So, also, welchen Spruch hatten wir jetzt, Jungs? Importiert, wie war das mit dem Essen? Sind die Bauern ruiniert, wird das Essen importiert? War das so? Ja, ja, genau. Okay, ja. Lasst uns das den rufen. So, Herr Berger, Herr Nölling! Ja, hallo, ja? Herren. Ja, die Bauern von Schwarzingen haben sich versammelt, ja, also Bauern und Nichtbauern. Und wir wollen hier ganz kurz, wir wollen ja eine Demo machen. Wir sind mit diesen Richtlinien für die Bauern einfach nicht mehr einverstanden und die Gesetze, die ja immer wieder neu verabschiedet werden. Und keiner spricht das mal mit uns ab. Um welche Richtlinien geht es sich genau? So, jetzt unser Einsatz. So. Sind die Bauern ruiniert? Nur das Essen? Das ist ein Importier. Nein, was ist das? So, also, 3, 2, 1. Sind die Bauern ruiniert? Habt ihr das verstanden da vorne? Oder nochmal langsam zum Mitschreiben. Herr Nölling, ich glaube, wir gehen da mal und lassen die nochmal üben und kommen in 2 Stunden. Das wäre die bessere Idee, komm. Ja. Nein, ne. Das okay, jetzt rufen wir Auflagenflut killt Bauernmut. Wir sind Zugbrecher. So, jetzt also 3, 2, 1. Auflagenflut killt Bauernmut. Auflagen, wir demonstrieren mal. Auflagenflut killt Bauernmut. Auflagenflut killt Bauernmut. Auflagenflut killt Bauernmut. Mach Tür zu. Auflagenflut killt Bauernmut. So. Ja, jetzt kommen Sie mal zum Punkt, um welche Auflagen geht es denn? Wir demonstrieren, ist der Punkt. Ja, super. Gegen welche Auflagen denn? Sagen Sie mir eine Auflage, gegen die Sie konkret demonstrieren. Dass für die gute Milch viel zu wenig Geld bezahlt wird. So, ja, dann gehen Sie einfach zum Milchverkauf. Genauso wie für die BGA. Wir beliefern Schwatzige mit Strom und ihr erhöht einfach nicht die Preise. Wir können von nichts mehr leben. Na, immer mehr Steuern wollt ihr hier in eurem Steuerkasse reinhaben. Wenn wir sehen, mit was für Autos ihr hier rumfahrt, das geht so nicht. Wir wollen mehr Geld. Wir Bauern arbeiten Tag und Nacht. Und was bekommen wir dafür? In Arschtritt, in Belächeln, gar nichts. Und ihr steht immer da, eure Taschen werden immer voller. Was soll das? Immer mehr Richtlinien, immer weniger Subventionen. Herr Ringele, Sie bekommen schon 30% Subvention. 35. Ich bin doch blöd. Sehen Sie, 35%. Also aber auf kaum noch Materialien. Ich kriege überhaupt Sie keine sind mehr. Ganz still, Herr Ringele. So. Also, wenn wir uns Bauern gäbe es gar kein Essen. Auch der Schweinepreis ist im Keller. Düngeverordnung, die Scheiße hier. Ringele, sag du doch mal hier, du bist der Biobauer unter uns. Ja, die Düngung. Die Verpflegung im eigenen Kreislauf ist kaum zu stemmen. Ja. Ja, der Armer ist wieder. Ja, ja. Das ist ihm doch egal. Der kleine Mann ist euch immer scheißegal, aber immer drauf. Und der kleine Ringele, immer drauf da. Weiß denn jemand von Ihnen, wie viel der Herr Ringele als Gegenzug an Subvention bekommt? Das geht überhaupt keinem was an. Wir machen das jetzt mal öffentlich. Die Biosubvention liegt bei 35%. Und auf was bitte? Ja, das, was Sie verkaufen. Das ist nämlich falsch. Kaufen Sie für 1.000 Euro, bekommen Sie 35% nochmal oben drauf gelegt. Gut, okay, pass auf.
Ich kriege auf alles, was ich verkaufe, Sachen. Was verkaufe ich denn? Ich verkaufe Milch, da kriege ich keine Subvention. Und Gras produziere ich für die eigene Produktion, weil ich im geschlossenen Kreislauf ernähren muss. Was habe ich dann noch, was ich verkaufe? Richtig, nichts. Also habe ich zwar 35%, aber auf mein Haupt als Milchbetrieb, auf Milch kriege ich keine 35%. Butter, Brot und Bier, das machen wir! 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 So, ja. Also, Herr Berger und Herr Nölling, wir sind ja nicht hier, um jetzt rumzustressen oder so. Wir wollen ja ganz vernünftig mit Ihnen reden und wollen ja hier einfach nur der Stadt mal demonstrieren, dass wir halt nicht so einverstanden sind mit denen, wie das halt so abläuft. Ne? Und dass halt einfach für uns nichts übrig bleibt im Endeffekt. Und es wird immer alles teurer, aber die Preise werden nicht erhöht, man verdient immer weniger. Man hat am Tagesende, also ja, am Tagesende immer weniger raus. Und irgendwann bleibt halt nichts mehr übrig. Und wie soll das weitergehen? Was soll da dann die Zukunft sein? Das ist halt das Problem. Deswegen haben wir uns halt gesagt, wir demonstrieren dagegen, um halt auch irgendwo mal was zu bewegen. Und es ist auch so, Herr Berger, in den ganzen Sitzungen, die auch jetzt nicht unbedingt hier in der Stadt, aber weiter oben stattfinden, es wird immer nur belächelt, es wird gar nichts mehr zum kleinen Bauern gesagt, der Bauer arbeitet Tag ein, Tag aus und was bekommt er dafür? Nichts, es wird alles teurer, er muss immer mehr bezahlen und bleibt immer mehr auf der Strecke. Wenn das so weitergeht, gibt es bald gar keine Bauern mehr. Und was haben wir dann gekonnt? Gar nichts. Ja, ist der Bauer völlig blank? Gehört der Hof bald der Bank? Ja. Hey. Ja. Es darf nicht nur geredet werden, Herr Berger, es muss auch mal gehandelt werden. Immer wieder hören wir euch nur reden, reden, reden. Und was kommt dabei rum? Gar nichts Gescheites. Ja. Wir wollen auch einfach von der Bevölkerung mal anerkannt werden. Wir fahren hier über die Wege, da kommen uns Radfahrer entgegen, die uns beschimpfen, weil wir über unsere Feldwege fahren und die an die Seite fahren müssen. Die müssten eigentlich froh sein, weil wir hier ihr Essen anbauen. Und dann oder das trotzdem. Schlimmste, Herr Berger, ist der, ja noch. Auf der Straße wirst du angehupt. Da wirst du angehupt, da wird dir der Vogel gezeigt. Die wissen nicht, dass ich schon seit 14 Stunden im Trecker hock und hier den ihr Essen hin und her kutsch. Ja, da hupen die noch, da zeigen die mir Finger, weil mein Traktor nicht schneller fährt. Und das Schlimmste ist, Herr Berger, bei dem Ganzen. Wir stehen hier, wir machen uns, wir opfern uns auf, tun das kund. Und dann werden wir noch von solchen komischen, keine Ahnung, Influencern oder wie die sich schimpfen. Ja, was kommt jetzt? Die machen sich darüber noch lustig. Na, machen die. Die wissen gar nicht, die wissen gar nicht, wo das Essen herkommt. Die gehen in die Kaufhalle und denken, das wächst in der Kühltruhe. Hinten im Gemüsefach links. Die Veganer. Die essen nur das, was wir produzieren. Aber gut. Ja. So. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Unmut mal kundgetan und wollten hier mal ein bisschen demonstrieren in der Hoffnung, dass man damit irgendwas bewegen kann. Wir sind hier sowieso ein demonstrationsarmes Volk, nicht nur hier in Schwatzing, sondern generell. Und von daher, man muss vielleicht dann doch auf die Straße gehen und muss aber zeigen, dass es so einfach nicht geht. Ganz kurz. Weil die Folge auch zu Ende ist, wir haben das jetzt hier einfach mal als Chance auch mitgenutzt, weil eben diese Demo in Berlin war und haben das jetzt mitgemacht. Es ist natürlich, der Herr Nölling und der Herr Berger hatten jetzt nicht den geilsten Job, aber Gruß geht raus an euch zwei, ohne Scheiß. Ey, sorry, dass ihr da vorne jetzt am Pranger steht, weil ja der Bürgermeister, komm hier, Nölling und Berger. Biosubventionen werden gestrichen. Also ich krieg sowieso keine mehr. Nein, komm, lasst uns doch mal bitte, kommt doch mal hier vor, ja. Das sieht echt nochmal ganz cool aus. Und ja, wie gesagt, wir wollten da einfach auch nochmal drauf aufmerksam machen. Falls haben wir viele mitbekommen, aber nicht alle. Und ja, dass wir eben auch der Meinung sind. Und an der Stelle wird man die Folge ganz gerne beenden und sind erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Schreibt gerne dazu eure Meinung, sachlich, fachlich und nicht irgendeinen Blödsinn in die Kommentare. Lesen wir auf jeden Fall gerne. Und ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Ciao.